Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Udiana, ich grüße dich. Du hast deine große Liebe und ich bin ziemlich sicher, dass er dich auch liebt. Er sagt das auch. Aber er verschwindet immer wieder und das ist alles so undurchschaubar. Man könnte denken, er genießt es, ist vielleicht bei anderen Frauen. Das glaube ich aber nicht. Und ich denke, du glaubst das auch nicht, weil du vertraust ihm, was das betrifft. Die Frage ist, was macht er überhaupt? Was ist sein Plan? Und wenn er jetzt dir sagt, er braucht eine Auszeit, das kann ich nachvollziehen, für eine kurze Zeit, ja, aber nicht für ein paar Monate, das glaube ich nicht. Und das glaubst du auch nicht. Und das würde bedeuten, er lügt. Aber warum macht er das, wenn er dich so liebt? Ich behaupte, das ist eine Notlüge. Er will nicht mit offenen Karten spielen, weil er will nicht, dass du zu viel weißt. Das kann für dich eine Gefahr darstellen. Und wenn er sagt, er ist im Ausland, kann es sein, dass er versucht untertauchen. Oder was ich eher denke, dass er irgendwo eingesperrt ist. Du weißt, was ich damit meine. Und das will er dir nicht sagen. Also diese zwei Möglichkeiten gibt. Aber das ist für ihn kein Genuss, glaub mir. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Mein Rat wäre, frag nicht zu viel. Vertraue ihm. Und gib ihm diese Zeit. Aber dann, spätestens dann, muss er dir eine klare Antwort geben. Das heißt, setzt ihm auch Grenzen bis dahin und nicht weiter. In diesem Zeitpunkt musst du wissen, was dann in der Zukunft passiert. Wie läuft es zwischen euch weiter? Weil du kannst es nicht jahrelang mit assistieren. Weil du bist da traurig. Meisten Zeit bist du alleine. Ja, was ist sein Plan? Das schauen wir an bei dieser Legung. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Er möchte etwas bewegen. Das kann eine kleine Veränderung sein, kann auch eine kleine Reise sein. Aber das ist nicht so weit im Ausland. Er hat aber hier Einschränkungen. Es fehlt die Luftelement, die Freiheit. Und das kann bedeuten, dass er für eine kurze Zeit eingesperrt ist. Ich will das nicht behaupten, es ist nur Vermutung. Aber seine Möglichkeiten sind hier eingeschränkt. Er kann nicht so schalten und walten, wie er will. Was ist sein Plan? Das zeigt hier dieses Bild. Das kann auch deine Haltung sein, dass du auf ihn wartest. Dass er das möchte, dass du auf ihn wartest. Kann aber auch seine Haltung bedeuten, dass er Sehnsüchte hat, dass er etwas verändern möchte. Und hier sind auch Einschränkungen mit sehr viel Traurigkeit und Tränen. Ich würde sagen, das betrifft euch beiden. Was ist der Fokus? Das bist du. Warum denn? Weil er dich liebt, so wie er das auch sagt. Und das glaube ich ihm auch. Hier erscheinen die Kelchen. Und das symbolisiert die Gefühle, auch seinen Gefühlen. Und auch wenn du nicht immer siehst, wenn du auch nicht immer wahrnimmst,
Er ist immer im Hintergrund und sein Blick, sein Fokus richtet sich auf dich und du erscheinst in seinen Augen sehr gepflegt und rein und sauber. Welche Einflüsse hat er von außen? Das zeigt hier diese machtvolle Person, eine männliche Person. Das kann ein Anwalt sein, kann aber auch ein Richter sein. Was ändert sich bei ihm? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 8 bedeutet die Achtelbahn, die Gefühle mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Und dieser Stress, weil im Hintergrund ist immer jemand da, wo ihn oder euch beide beobachtet. Mindest, das sagt sein Gefühl. Er fühlt sich nicht ganz frei. Diese Person im Hintergrund kann männlich sein, kann auch weiblich sein oder kann auch mehreren Personen sein. Und er möchte das beenden. Er will sein Leben leben, so wie sein Gefühl das auch zeigt, wie er sich fühlt mit dir zusammen, raus aus diesem Achtelbahn, die Gefühle. Und das schafft ihr, wenn ihr im Vertrauen seid. Welche Schritte wird er tun? Ihr beide kommt zusammen, fest zusammen. Eine Ehe oder eheähnliche Verbindung. Weil das sind die Liebenden, weil ihr zusammengehört. Gibt es eine andere Frau? Ja, das gibt es. Das weißt du auch. Aber wie steht er zu dieser Frau? Dieses Bild zeigt Verlust und verletzten Gefühle. Entweder hat er geschafft, von dieser Frau zu trennen, oder diese Frau nützt ihn aus finanziell. Die Münzen entstehen hier auch. Und er hat Verlustangst, dass er zu viel Geld verliert. Außerdem sind es Verletzungen, verletzten Gefühlen, weil diese Frau verletzt ihn. Umgekehrt kann das auch sein. Wie steht er dazu? Er trifft eine klare Entscheidung und er macht seinen eigenen Weg. Er gehört nicht zu dieser Frau. Er will das auch nicht. Und ich würde sagen, diese Entscheidung hat er schon getroffen. Wie steht zu dir? Das ist ein Risiko. Das ist wie im Casino, hier wird gespielt. Er meint, er geht in ein Risiko ein, weil kann jederzeit passieren, dass du sagst, du spielst ständig mit mir, ich will dich nicht mehr. Und er verliert dich, weil in diesem Casino kann man auch verlieren. Außerdem, hier sind auch andere Spieler und alle schauen zu. Er fühlt sich beobachtet, nicht von dir, sondern den anderen. Schauen, wo er ist, mit wem kontaktiert er. Und da sind Risiko dabei. Wie sollst du damit umgehen? Das zeigt diese Turm. Und dieser Turm hält gefangen. Das ist wie ein Labyrinth. Er ist gefangen in dieser Gruppe. Und er muss sich befreien. Und es ist nicht einfach, hier einen Ausweg zu finden. Zeig Geduld und Verständnis. Fühle dich selbst aber nicht gefangen. Und wie geht es weiter zwischen euch beiden? Ihr kommt fest zusammen. Warum? Davon erzählen hier die Kelche, weil du ihn liebst und er liebt dich aber auch. Und die Zahl 10 bedeutet eine neue Phase, eine neue Periode beginnt. Und er arbeitet daran, er vorbereitet das. Dazu braucht diese Auszeit. Ich befrage jetzt mein Pendel.
auch wenn er manchmal schwindelt oder erzählt nicht immer alles. Aber mal grundsätzlich, ist er ein ehrlicher Mensch? Ist er ehrlich zu dir? Liebt er dich überhaupt? Lohnt es sich, auf ihn zu warten? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, bleib bei ihm, ihr kommt zusammen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet auf keinen Fall, beende das. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht, man kann nicht wissen, was da kommt. Kommt ihr zusammen, weil er dich liebt? Und weil er ehrlich zu dir ist? Die Antwort ist ja. Ich habe auch ein gutes Gefühl dabei. Liebe Udiana, so könnte ich diese Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.